So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt hier auf diesem Channel. Ich möchte noch ganz kurz vorneweg euch vorwarnen. Das hier ist ein Stream, ich nehme gerade die Folge im Stream auf, deswegen ist die Qualität nicht so schnieke in der Folge, aber ich würde sagen, ich hatte mal die Idee, wieder mit einer älteren Folge, mit einer älteren Minecraft-Version ein Let's Play zu machen, weil ich, ja, ich weiß nicht, die neuen Versionen sind zwar toll, aber da ist viel zu viel neu und die 1.4.7, ich habe damit damals Minecraft angefangen, habe damit Minecraft erlebt und deswegen wollte ich einfach mal mit der 1.4.7 ein Let's Play machen und würde sagen, wir gehen mal in eine Welt, schauen mal nach, wie es das so ist. Davor möchte ich aber noch ganz kurz das Menü zeigen, denn damals hatte man nicht sehr viele Tastenkombinationen, da gab es damals nicht. Beispiel diesen Shortcut, da ist mal auf einer Taste hier das schnell, also das, die Renntaste legen kannst, weil da gibt es nicht. Es gibt zwar Optifine und so, aber ich habe eigentlich nichts installiert. Ich wollte das Ding jetzt so Vanille lassen wie möglich. Gibt keinen Shader, gibt gar nichts. Ich habe nicht mein Texturenpaket drauf gemacht. So wie ich eben damals, ja, ist sogar noch Texturenpaket. So wie ich halt damals eben Minecraft erlebt habe. Und ich bin mal gespannt, in welche Welt wir jetzt kommen werden. Ich hoffe, wir kommen in ein Eichenbiom. Wenn wir jetzt natürlich in ein Schneebiom kommen würden, ja, dann wäre ich nicht so ganz angepriesen. Ich mache es einfach so. Ich laufe einfach so lang. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch den Gedanken, dass wenn ich in irgendeine Welt gehe, dass ich gleich am Spawn sein muss. Ich muss am Spawn sein, dort wo ich dann eben gespawnt bin, da muss ich dann bauen. Habe ich immer noch seit Jahren im Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so mache. Aber ich kreiere jetzt einfach eine Welt, laufe da einfach rum und erkunde, erforsche und lasse mich dann da eben nieder, wo es mir eben am besten gefällt. So, wie soll man die nennen? Wir nennen die einfach ganz normal, natürlich zusammengeschrieben, Let's Play Überlebensmodus. Haben wir hier Sachen? Nee, haben wir nicht. Bonustruhe. Könnte man machen, aber wir sind ja erfahrene Minecraft-Spieler, brauchen wir also nicht. Welttyp Standard. Generieren an. Jipp. Startwert. Was soll man da eingeben? Wir geben als Startwert einfach mal Minecraft ein. Mal schauen, in welche Welt wir kommen werden. Und damals war sogar noch der Generierungsbildschirm noch wirklich toll. Ja, so wie dazu. Oh, ich hoffe, dass wir nicht in einem Schneegebiet spawnen werden. Ja, willkommen im Schneegebiet. Ha! Wie schön. Wir haben sogar nicht den, werden die nicht übertragen, die Skins? Was immer das gerade war am Himmel. Ja, guten Tag. Oh. Oh, oh. Hab ich Geräusche und so weiter. Ist doch alles auf 100% Musik. Können wir ausmachen. Geräusche können wir mal auf 30 machen. Mausempfindlichkeit. Ja, machen wir am besten auf 200. Schwierigkeit, ja, normal. Touchscreen-Modus. Warum gibt's da, warum? Egal. So, guten Tag, Schaf. Ja, wie geht's denn so? So, würde ich mal sagen, wir laufen mal in ein schönes Gebiet. Wo es mir denn eben gefällt. Es ist so... Stimmt. Wenn man Alt drückt, das ist ganz merkwürdig, habe ich letztes Mal wieder so ein bisschen mich gewundert, wenn man Alt drückt, dann ist irgendwie Minecraft pausiert. Keine Ahnung warum. Irgendwie hängt es dann und dann muss man wieder reinklicken und dann geht's wieder. Keine Ahnung. Irgendwie muss ich sagen, Minecraft 1.4.7 ist das schön. Das ist so unfassbar schön. Warte, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Die ist gerade ein bisschen zu laut und zu nervig. So. Ah, Minecraft und ihr 1.4.7. Irgendwie muss ich echt sagen, ich habe diese Version vermisst. Ich weiß auch gar nicht, was es so für Redstone-Techniken hier gibt. Und ob in der 1.5 überhaupt die Redstone-Techniken weiter ausgebaut wurden, weiß ich alles gar nicht. Aber es gab auf jeden Fall hier Redstone. Ich glaube noch nicht. Immerhin haben wir hier unten die Hungerleiste. Gibt's ne? Moment. Habe ich da gerade wieder einen Bug gefunden?
Den gab es schon mal in der 1.13 oder 1.14 irgendwann. Da gab es auch diesen komischen Inventar-Bug. Haben sie dann mit irgendeiner Version behoben. Aber hier gibt es den anscheinend auch. Hallo. Also habe ich schon aufgesammelt. Warum ist eigentlich die Mausempfindlichkeit so hochgestellt? Keine Ahnung. So, Zuckerrohr. Nehmen wir mit. Ein bisschen Schand. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur Nostalgie. Einfach nur schön. Ja, ein paar Kakteen können wir noch mitnehmen. Büsche hier geben. Weiß gar nicht, ob die Stecken geben. Ne, geben kein Stecken. Schau mal da. Da gibt es sogar noch die Lichtbugs. Die es ja damals in dieser Version gab und auch noch in anderen Versionen. Ich hoffe, das Internet bleibt stabil. Und auch noch in anderen Versionen gab. Ah, schön. Ja, hallo. Sneaken geht auch. Jep, da kriegen wir wirklich keine Blöcke raus. Blöcke sage ich schon. Stickies raus. Ja, und ich weiß noch nicht. Ich habe mir jetzt mal einfach überlegt, dass ich eben Let's Play in der 1.4.7 anfange. Aber wie lange das Let's Play laufen wird? Keine Ahnung. Ob wir irgendwann mal auf die nächste Version switchen, 1.5? Keine Ahnung. Das sehen wir dann mit der Zeit. Aua. Hä, das war doch gar nicht so hoch. Ich muss die Mausempfindlichkeit runterstellen. Ja, 80. Das ist sie. Hä? Verstehe nicht. Ja gut, dann machen wir halt 98. So, zack. Das Merkwürdige ist auch, es ist viel zu flüssig. Es ist viel zu flüssig. Ein gutes Minecraft muss lecken. Ah ja. Okay. Die Sache ist halt, ich kann jetzt auch kein Skin reinpacken. Ah, Errungenschaft erzielt. Dreimal Holz geklopft. Ich kann jetzt auch kein Skin reinpacken, weil das, dann bekriegen sich die zwei Versionen irgendwie. Ich weiß ja nicht, damals waren die Skins, glaube ich, noch anders da aufgebaut. Aber die Daten müssten ja immer noch vorhanden sein. Ich habe den Skin bisher nur einmal wirklich gewechselt, seit er, ich weiß gar nicht, seit welcher Version ich den Skin eben hatte, den ich halt immer hatte. Dann habe ich den eben einmal aktualisiert. Und ich weiß ja gar nicht, seit wann ich den alten habe. Könnte auch seit der 1.5 oder 1.6 gewesen sein. Seitdem ich mir damals eben einen Skin erstellt habe. Irgendwie. Musik ist doch. So, ein bisschen leiser. Irgendwie. Keine Ahnung. Ah ja. Hab mich gerade schon gewundert. Hey, ich hab da Musik aus. Show! Section 30 Hölzerli. So, klopf ein bisschen Holz ab. Wie damals eben. Kennst du ja, gell? Kennst du ja. Und es gibt anscheinend, wie es mir so aussieht,
eben nur zwei Blumensorten. Es gibt, glaube ich, Rosen, falls es welche waren, und noch diese gelben Dinger da. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Setzlinge. Ja, damit lässt sich arbeiten. Damit lässt sich definitiv arbeiten. Jetzt weiß ich halt gar nicht. So viele Biome gab es ja, glaube ich, gar nicht. Also, ich kann nicht sagen, wie viele es gab. Oder gerade gibt. Aber ich glaube, so unfassbar viele gab es da gar nicht. In der Version hier. Ich habe eine Discord-Nachricht. Ja, guten Tag. Weißt was? Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Essen. Ach, das geht ja auch gar nicht, gell? Hier mit dem Rechtsklick gedrückt halten. Ja, ich liebe die Version. So, brauchen wir erstmal ein bisschen was zum Essen. Hallo. Ob das noch geht? Damals war das alte Schlagsystem noch an, gell? Stimmt, die gaben ja gar kein Fleisch. Hühnchen gaben Fleisch. Schafe nicht. Was gab es denn sonst noch Fleisch? Weiß ich gar nicht. Ich fühle mich gerade so, als ob ich die Version neu kennenlerne. Ist ja in dem Sinne auch so, aber... Was hat denn sonst? Ich glaube, Schweine haben noch Fleisch gegeben. Ich vermute mal Schweine, aber was anderes? Keine Ahnung. Tintenfische auch damals Tintensäcke gegeben haben? Ich glaube, ja. Aber eine Sache kann ich sagen. Eine Sache, die gleich geblieben ist. Ich glaube, der Nether. Der hat sich, glaube ich, seit damals kein Stück verändert. Klar, bald kommt ja die 1.16 raus. Da verändert er sich ja natürlich komplett scharf. Aber jetzt in der 1.15, die ja aktuell draußen ist, die neueste Version, da ist ja immer noch der Nether, glaube ich mal, genau, also so wie damals. Immer noch exakt gleich. Gehen die mal auf den Balkon. Machen die jetzt schon das Essen? Oh ja, die Weltengenerierung war auch immer so toll. So schön langsam. Vor allem hier. Immerhin leckt es nicht. Können wir uns auch gleich mal ein Bett bauen. Die Nacht überstehen. Oh, das sind Schweine. Oh, schau mal da. Oh, ein pinkes Schaf. Oh, ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Komm mal her. Da, siehst du. Da gibt's Fleisch. Komm her. Hä? Ich will ja nicht sagen, aber... Wie geil ist das denn? Gut, jetzt muss ich gar keine Taste mit... Okay. Jupp, ich, Ja. Willkommen in 147. Hier gibt's keine Bugs. Hier gibt es nur Feature. Deswegen, ich kann einfach laufen. ohne, dass ich auf die Tastatur drücke. Ha, ist das schön. Oha. Sind die genauso? Jetzt kann ich gar nicht sagen. Wir haben nichts zum Essen.
Wir haben ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Oha. Da war ein Creeper. Ich will mich ja nicht mit diesen Biestern anlegen. Aber ich will jetzt auch nicht sterben. So, bleib mal lieber hier. Ist er da? Nee, da ist er nicht. So, mach mal zu. Leise. Machen wir die Werkbank. Kann man sich hier Betten bauen? Geht das? Ja, das geht. Wie ist er hier hochgekommen? Halleluja! Hallo, ich bin's. Geht das überhaupt? Wie auch immer ich den vernichte. Keine Ahnung. Aber es geht. Ja, wo ist denn der Stompilein? Ja, wo ist denn der Stompilein? Komm mal her. Ja, komm. Toll, dankeschön. Eine muss man ja so machen. Ja, wo ist denn das Zombielein? Ah, ja, da. Oh Gott sei Dank, kein Baby-Zombie. Ich glaube, die gab es da sogar noch. Gar nicht. In dem Zeitalter. Ja, geil. So, F. Ja, geschafft. Nimm das. Weißt du was? Wir graben uns hier einfach runter und holen jetzt Stein. Das hier wird unsere Notfallbase. Da. Da haben wir schon Stein. Da ist das schön. Ich finde das jetzt gerade echt geil. In der richtig steinalten Version. Klar, es gibt natürlich noch ältere, aber mit denen bin ich eben nicht groß geworden. Mit denen habe ich nie angefangen. Deswegen habe ich zu den noch älteren Versionen keinen Bezug. Aber zu der 1.4.7, mit der habe ich eben angefangen. Da weiß ich, wie die Dinge so laufen. Das mit dem Laufen, ohne auf die Tastatur zu drücken, das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Aber, naja. Man lernt ja nie aus. Wieder hoch. Hallo, Werkbank. So, dann machen wir jetzt uns erstmal eine Spitzhacke. Eine Axt. Eine Nullschaufel, weil wir das gerade nicht können. Eine Schaufel. Und ein Schwert. So, tschüss ihr. Ja, toll, dankeschön. So, können wir wegschmeißen und dann können wir das hier hinlagerenski und könnten, die nehme ich mal wieder mit, und könnten eigentlich wieder weiterlaufen, gell? Oh, kein Powder. Ja, nehmen wir das hier wieder mit, das Holz. Können wir noch gebrauchen. Du. So, weißt du was? Ja, nehmen wir hier gleich noch den ganzen Baum mit. Stimmt, das wollt ihr auch noch machen. Bevor wir jetzt hier elendig verhungern. Wollte ich noch ein Öferli bauen? Das kommt da rein und dann kann man hier noch Holz reintun. So, rein damit. Sehr gut, sehr gut. Na, warte, ich muss mal ganz kurz was nachschauen.
Ja, hier, zack. Mhm.